Im Gespräch mit Thilo Wolf, Priester, Vorsteher und Gothic-Musiker. Thilo Wolf hat dieses Gespür und versprüht dieses Hey, du bist toll, so wie du bist, Gefühl, das andere auf den Weg bringt. Ansässig ist er im Schweizer Kanton Basel-Stadt und auf dem IoT sind es ja vor allem die Begegnungen, wie gleich die zwischen Botschafterin Anna Maria und dem Sänger des Musikprojekts Lacrimosa, Thilo Wolf. Ich war komplett geflasht. Du bist für mich ein Statement, was der Jugend symbolisiert. Lebt euren Weg, glaubt an euch, geht den Weg mit Gott, aber lasst euch vielleicht nicht so viel von anderen beeinflussen. Steht zu dem, was ihr seid. Du gibst den Jugendlichen Mut, zu sich selber zu stehen und sich nicht zu verstecken. Ich wäre natürlich dankbar gewesen, wenn, als ich aufgewachsen bin, wenn es dazu keinen Mut gebraucht hätte. Mhm. Es gab Situationen, in denen ich da mit Nieten und Ketten und so weiter in den Gottesdienst gehen wollte und meine Eltern gesagt haben, auf keinen Fall, so gehst du nicht in den Gottesdienst. Ich dann gesagt habe, okay, jetzt müsst ihr euch entscheiden, entweder ich gehe in den Gottesdienst mit Ketten und Nieten oder ich gehe gar nicht. Und im Prinzip dort eine Art Kampf gekämpft, von dem ich dachte, warum muss man diesen Kampf kämpfen? Aber irgendjemand muss es ja machen. Und das ist, glaube ich, auch das große Geschenk an so einem Event, dass man so viel sich austauschen kann und so unterschiedliche Wege kennenlernen kann. Wie hast du zum lieben Gott gefunden? Wie gehst du deinen Glaubensweg? Wie sprichst du mit dem lieben Gott? Teilweise denke ich, oh Gott, ich bin vielleicht fast ein bisschen zu respektlos. Auf der anderen Seite denke ich, lieber Gott, Respekt ist etwas, was wir Menschen so vor Obrigkeiten und so weiter. Ist dem lieben Gott gar nicht mal so wichtig, wenn dir bewusst ist, dass er der Schöpfer ist, dann bist du automatisch schon in der richtigen Position. Aber ansonsten rede ich sehr, möchte mal sagen, familiär. Also so, als ob, ja, im Prinzip ähnlich wie wir jetzt miteinander reden, rede ich auch mit dem lieben Gott. Anna Maria und Thilo Wolf, eine inspirierende Begegnung. Aber das Schönste ist, Begegnungen wie diese, na und ehrlich, ermöglicht eben wirklich der IoT.